Guten Morgen, Erika. Ich finde es toll, das so deutsch auszusprechen, weil ich glaube, wir haben sie ja tatsächlich mit einem K geschrieben und ihn Englisch, was ich komisch finde, weil er hat einen deutschen Nachnamen und sie einen englischen, aber gut. Ja, die können halt echt nichts essen, weil der Lieferdienst immer noch nicht kam. Und hier hat es noch zu und hier kriegen wir halt auch nichts zu essen. Echt ein bisschen blöd gelaufen für euch. Es tut mir auch wirklich leid. Ja, ich verstehe dich. Oh, sie guckt echt nicht happy. Fängt ja echt gut an bei uns. Was ist hier? Gesäßschmerzen wegen Sitzen mit Merkmal wartungsintensiv. Manchmal tut es einfach weh. Die Arme. Sie ist halt so jemand, sie nimmt alles ein bisschen schwer. So, jetzt würde ich sagen, kaufen wir hier zumindest mal Obst und Gemüse. Sehr gut, wir wurden da befördert. So. Nein, wir gehen wieder nach Kosten. Und versuchen vielleicht von allem vier mitzunehmen. So, ganz schön viel eingekauft. Ups. In der Hoffnung, dass wir uns jetzt was zu essen machen können. Also nicht sie sich, sondern Eric für beide. Aber dann wahrscheinlich erst, wenn wir zurückkommen. Weil wir gehen jetzt erstmal zur Arbeit. Nein, hab mich geirrt. Ah, das sind die Huapilis. Okay. Ich glaube, sie, Keala, ist Lias Oma. Ich finde die Insel so schön. Zatorb. So, dann rede doch mal mit den beiden Damen. Sieht so unglücklich aus. Die Oma sieht so cool aus, sie sind beide sehr cool aus. Bei Lia, sie heißt Hauata oder Hauata und sie heißt Huapili. Auf jeden Fall bei Lia können sie halt auch so in Richtung nicht binär gehen, oder? Das gleiche denke ich mir bei, wie heißt sie wieder? Die eine, die auch in San Mishuno wohnt. Die Teenagerin, wo bei den Karaoke-Legenden wohnt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, leider. Weiß er jetzt schon Bescheid? Ja, dann kann er die. Oh, bevor da was schief geht, klopfen wir erstmal an die Tür. Also, sie mögen keine Farmhausdeko. Sie mögen die Farbe grün und malen. Okay, ich bin noch mal gespannt, wie viel Zimmer wir da zur Verfügung haben. Genau, wir müssen die Fotos anfertigen. Erika, sollen wir ihre Kollegen kennenlernen? Ja, und wie befürchtet? Ah nee, das sind zwei Zimmer. Also wir könnten hier das Wohnzimmer machen. Das ist das Schlafzimmer und das Bad ist extra. Boah, das wäre gar nicht meins. Und dann schicken wir die Kunden mal weg. Und machen hier vorher Fotos.
Und mein Ansatz zu Vorher-Fotos ist ein Foto vom Türrahmen aus. Also hier sind wir schon richtig, gehen nur höher. Oh, ich glaube, jetzt sind wir schon draußen, oder? Das. Nee, wir sind zu hoch. Das ist das Dach. Okay. Also eins so geradeaus vom Türrahmen vielleicht. Und dann gehe ich gern in die verschiedenen Ecken. Weil man will ja natürlich die Vorher- und Nachher-Fotos simultan haben. Und wenn ich dann gleich einrichte, mache ich die Cam aus und spule den Abschnitt vor. Also, lass ihn schneller abspielen. So. Anfangs werde ich beim Renovieren immer erst einmal gern die ganzen alten Möbel los, damit ich Platz habe. Die Muscheln haben mir aber tatsächlich gut gefallen, da sie gut zum Vibe passten, den ich von unseren Kundinnen bekommen habe. Außerdem habe ich noch die Schneekugel platziert, die wir in der Stadt aus den Kartons gefischt hatten. Nachdem ich die alten Möbel losgeworden bin, gehe ich gern durch den Möbel- und Einrichtungskatalog, aber auch den Baukatalog und setze die Filter auf die Vorlieben der Kunden. Dann kaufe ich erst einmal, was mir auf den ersten Blick gut gefällt, und anschließend versuche ich nach und nach ein Zimmer daraus zu gestalten. Die grüne Farbe hat mir vor allem in Bezug auf den Teppich zu schaffen gemacht. Ich habe wirklich versucht, diesem Zimmer auch etwas Künstlerambiente zu verschaffen, weil ich mir gut vorstellen konnte, wie die beiden sich auf dieser wunderschönen Insel kreativ austoben wollen, wo doch alles um sie herum so malerisch anmutet. Viele der Möbel sind wirklich einfach wunderschön, aber wenn sich dann der Farbton der Vorhänge oder Teppiche mit dem Rest beißt, macht es den Eindruck kaputt. Vor lauter das Zimmer abstimmen, habe ich leider auch total vergessen, etwas Nachhaltiges einzubauen, wie mir beim Editieren des Videos aufgefallen ist. Naja, vielleicht nächstes Mal. Vielleicht braucht es aber auch erst eine Weile, bis Eric sich traut, seine eigene Persönlichkeit in seine Aufträge mit einfließen zu lassen. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Je länger ich an diesem Zimmer getüftelt habe, und auch wenn ich es mir jetzt anschaue, desto mehr gefällt mir dieser leicht zusammengewürfelte Stil, der auch etwas mit der Architektur des Zimmers bricht. Ebenso, wie wenn eine Enkelin eine Oma ermutigt, frische Farbe in ihr Leben zu bringen, wenn die Enkelin bei ihr wohnt. So, das ist das fertige Zimmer. Ich bin ganz zufrieden. Ich finde es ganz kuschelig. Dann, bevor du baden gehst, mach vielleicht erst die Nachher-Fotos. Ich hoffe, die Klienten mögen es auch. So, jetzt gehen wir hier nochmal höher. Und machen die 5. Nachher Fotos. So. Alles klar. Okay. Dann können wir die Kunden zum Grundstück rufen. Ich finde es schon sehr bunt und knallig. Aber ich mag das Türkis sehr gern. Und ich mag, dass wir so eine dunkle, gedeckte, grüne Wandfarbe haben. Und dann so etwas funky Einrichtung. Und ich hoffe, oder was ich halt versucht habe, war so ein bisschen diese Künstler-Vibes mit aufzunehmen, indem ich dem Ganzen so ein bisschen zum Boho-Stil, würde ich das wohl nennen, versucht habe zu verleihen.
Und ich hoffe, dass es Ihnen gefällt, aber das werden wir jetzt sehen. Oh je, Lia sieht gelangweilt aus. Ah, okay. Jetzt funktioniert's. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, das Licht reicht, außer wir haben ja da auch noch ein kleines Licht. Und tada! Sehr gut. Jetzt hoffe ich, dass sie Ihnen gefallen wird. Präsentieren. Präsentieren. Gilt der Raum auch als was, was man präsentieren kann? Oh, mich würde so gern die Küche überarbeiten. Warum ist der Kühlschrank schräg? Sehr knuddelig, ihr zwei. Können Sie mal fragen, was sie so macht? Das ist jetzt bei Vorlieben und Abneigung, weil warum nicht? Ah, sehr cool. Und können wir dich herbeirufen vielleicht? Ja. Okay, sie setzt sich schon mal hin. Ich finde, dieser Stuhl sieht so bequem aus, aber das sieht auch super bequem aus. Also ich würde in beides sitzen und fände es angenehm. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Unser erster Job. Ja, gefällt. Oh, hier sind Inselgeister. So gut ist unsere Renovation. Wir versuchen mal mit den Geistern zu kommunizieren. Also so wie wir den Raum lesen, ist es gut bisher. Oh, das ist ja cool, dass sich der Hunger gestillt hat dadurch. Inselpracht. Geistige Nahrung ist Nahrung für die Seele und auch für den Körper. Nicht schlecht. Krass, 2 Beförderungen heute. Zurück nach Hause. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, da müssen wir bald unser Haus etwas renovieren. Er guckt sehr selbstzufrieden, zu Recht. Hat er echt gut gemacht. So. Jetzt, wir sind zu Hause. Können hier mal uns freundlich vorstellen. Wir haben ja letztes Mal schon gemerkt, dass Eric etwas wie Phil ist. Hey Eric, du bist so berüchtigt, dass einer meiner skrupellosen Freunde dich gerne treffen möchte. Darf ich deine Nummer weitergeben? Okay. Ah, weil wir, glaube ich, schon ein bisschen Bekanntheit haben. Und ich würde sagen, ja, wir machen in jeder Folge einen Auftrag und gucken jetzt mal, ob wir jemand finden, der in San Mishuno lebt. Aber nee, tun wir leider nicht. Scott, Badezimmer, dann gehen wir nach Bezahlung. Und da scheint die Küche das Beste zu sein bei der Familie Delgado. Okay, dann machen wir das morgen. Und jetzt kannst du mal auf die Toilette. Dann können wir schauen, ob wir was kochen können. Ja, da würde ich gleich die Partygröße nehmen, falls das das Einzige ist, was wir machen können. Und dann würde ich gleich noch mal kurz bei uns bauen. Aber ich glaube, wir warten auch, bis Erika daheim ist.
So, und bei ihm dachte ich, okay, wir machen nicht jeden Tag, aber ich versuche es an den Wochentagen zu machen und Wochenends haben wir dann frei, weil Erika da halt auch frei hat. Erst mein Finger geschnitten. Super, Erik, super. So, dass es dir so gut geht, suchen wir dir gleich noch einen Gelegenheitsjob. Business. Was ist hier los? Nix. Okay, 4 Schelmfähigkeit, 3 Charismafähigkeit. Ja, dann darf er Kisten packen. Genau, und sie soll was essen und macht dann noch die Skulpturen, Schiedsrichtersache. Läuft bei ihr ins Klo rein und wundert sich dann, dass er sie pinkeln sieht. Ach, Eric. Oh nein, Gesäßschmerzen. Übrigens süß, dass sein Pfirsich abgebildet wird. Das habe ich gerade erst verstanden. So, dann geh doch du auch direkt mal noch einen Gelegenheitsjob finden. Okay, körperliche und geistige Bewegung hoch. Und damit kann ich leben. Und dann bin ich echt gespannt, wie wir mit dem kleinen Zusatzverdienst unser Haus einrichten werden. Ja, sie surft im Internet. Sie darf dann aber später auch gern noch einen Artikel schreiben. Muss sie doch. Ah, jetzt. Okay. Es wird halt recht spät, glaube ich, bis sie wieder da sind. Aber weil Frühling ist, wird eben auch früh dunkel. Okay, Erfolg. Clara war ein wenig anstrengend. Leg das hier rein. Nein, das soll in die andere Kiste. Sorge dafür, dass die Kisten nicht zu schwer sind. Erik befolgt alle Anweisungen. Es dauerte den ganzen Tag, aber dann war alles verpackt und die Kundin war zufrieden. Und das ist schließlich alles, was wirklich zählt, oder? Oh, außer natürlich Geld. Sehr gut. Gut, dann baue ich jetzt aber auch mal noch kurz. Bisher habe ich nur den Schreinertisch und eine Yogamatte platziert, dass wir etwas an den Fähigkeiten der Sims arbeiten können und etwas ihren Charakter aufbauen können. Dann ist mir aufgefallen, dass es recht dunkel bei uns ist und ich habe beschlossen, dass etwas Licht nicht schaden könnte. So, okay. Natürlich sind beide jetzt recht müde. Vielleicht kannst du noch kurz mit jemandem chatten, Kontakte knüpfen, chatten mit, ja, vielleicht gerade mit Lia. Das wäre irgendwie eine ganz coole Freundin, denke ich. Und dann, wenn Erika heimkommt, kannst du ja mal noch eine Skulptur anfertigen. So, aber solange wir eben unser Haus etwas erweitern wollen, was ich definitiv noch will, weil ich finde, hier könnte irgendwann auch noch. Ach so, nee, da ist die Tür. Moment. So. Hier könnte dann vielleicht irgendwann auch ein Schuhregal oder so hin. Und die Wände sind noch sehr kahl. Das können wir eben alles irgendwann auch noch angehen. Okay, geh vielleicht jetzt schon mal. Oh Mann, die ist ganz schön lang. Sandskulpturenrichterin. Erika. Okay, es dauert auch noch eine Weile. Ah ja, cool, aber er kann es benutzen. Hier vielleicht irgendwann ein Bücherregal reinquetschen. Oh, kann er dann noch ins Bett? Sorry, Leute, das habe ich etwas vercheckt. So.
Okay, wie war es bei Erika? Du hast halt gar keinen Spaß, aber du kannst dich direkt mal in den Artikel setzen und dabei Amerikaner zuhören. Bei ihr war es ein Misserfolg. Das nennst du Struktur. Okay, sie mag diese Musikstil nicht. Ach, Erika. Blues mochtest du, so wie ich. Du bist tollpatschig wie ich und magst Blues wie ich. Wenigstens ein paar Gemeinsamkeiten. Also, das nennst du Struktur. Das ist keine Meerjungfrau, sondern ein hässlicher Klumpen Sand. Ich finde deinen Mangel an Fantasie verstörend. Wenn ich einen Eimer im Sand vergrabe, sieht das mehr wie eine Schildkröte aus als da. Obwohl Erika gewiss nicht die beste Preisrichterin war, in Klammern noch nicht einmal eine gute, so war sie doch überaus unterhaltsam. Die Teams der lokalen Nachrichten verfolgten ihre Arbeit hautnah mit, sodass der Wettbewerb eine Menge Aufmerksamkeit erhielt. Erika wird definitiv nicht noch einmal gefragt, aber sie hat ein Trinkgeld für die kostenlose Publicity erhalten. Das war ganz schön großzügig, vor allem wenn man bedenkt, dass sie mindestens 6 Kinder zum Wein gebracht hat. Ah, wie gut. Oh, jetzt geht's ihr zu schlecht. Schade. Okay, er schläft auch schon und dann schicken wir sie jetzt auch schlafen. Weil irgendwann ist dann auch mal gut für den Tag. So, ausschalten. Automatische Lichter, alle Kerzen. Und automatische Lichter, alle Lichter. Genau, und da geht sie hoch. Er kriegt dann nächstes Mal noch ein Licht, das habe ich jetzt vergessen. Und das war's dieses Mal. In der nächsten Folge gibt es wieder eine Renovierung. Und bis dahin euch eine gute Zeit. Ciao.